CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Ich weiß, die AfD benutzt das Mittel der sogenannten gezielten Provokation, um auf sich aufmerksam zu machen. Man könnte insoweit auch einfach durch Nichtkommentierung solche Provokationen versickern lassen. Im Übrigen, Herr Gauland, Sie haben es, glaube ich, gerade eingeworfen, wird dann gesagt, das sei Meinungsfreiheit. Ich will Ihnen jetzt mal sagen, was ich, Herr Weil, ich glaube, er hat unterdessen das Plenum verlassen, weil er sich dem nicht stellen will, von dem halte, was Sie sagen, wenn Sie finden, dass der Preis, den Deutschland in der Europäischen Union zahlen müsse, dem gleichkäme oder über das hinausginge, was Deutschland infolge des Versailler Vertrags zu zahlen gehabt habe. Wissen Sie, was das ist, um in Ihrer Diktion zu bleiben? Das ist Kriegstreiberei. Und jetzt will ich noch mal was sagen. Das eine ist die gezielte Provokation, das andere ist die bewusste Falschaussage. Und die bewusste Falschaussage ist die kontinentale Diktatur, die hier aufgeführt worden ist. Wir reden hier doch heute über das Programm der Europäischen Kommission. Kollege Sarrazin hat auf die demokratischen Prinzipien der Europäischen Union hingewiesen. Und diese demokratischen Prinzipien sind fundiert im Trilog. Der sogenannte Trilog, das ist die Diskussion, die die Kommission mit dem Parlament, gewählten Vertretern der Mitgliedstaaten und mit dem Rat, gewählten Regierungen der Mitgliedstaaten führt. Das ist zutiefst demokratisch, und an diesem Prinzip wollen und werden wir festhalten. Im Übrigen will ich sagen, dass die Mitgliedstaaten offensichtlich, und das ist das Programm dieser Kommission gewesen, Wert darauf legen, dass sich die Kommission und dass sich Europa auf die wesentlichen und auf die wichtigen Fragen beschränkt. Und was sind das? Das sind diejenigen Fragen, die die einzelnen Mitgliedstaaten nicht alleine lösen können. Und für diese Aufgaben ist Europa gemacht, und für diese Aufgaben wollen wir Europa auch in Zukunft stärken. Und deswegen hat auch die zu Ende gehende Juncker-Kommission wesentlich weniger Legislativvorschläge gemacht. Und wir haben jetzt noch einen überschaubaren Anteil von legislativen Akten, die in den kommenden Monaten zum Abschluss zu bringen sind. Und deswegen ist natürlich Deutschland hier gefordert und wichtig. Und ich darf insoweit meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD ansehen und hoffen, dass auch die Mehrheit ihrer Delegierten am kommenden Sonntag eintritt für eine stabile Regierung aus Deutschland, die dem, was auch in unserem Sondierungspapier zugrunde gelegt ist, dann auch tatsächlich zum Durchbruch verhelfen kann. Und zum Durchbruch verhelfen heißt natürlich, dass wir diesen sehr wichtigen ersten Teil des Sondierungspapiers, in dem es ja um Europa geht, ernst nehmen. Und selbstverständlich, Herr Kollege Schrapp, Sie haben eingangs ja darauf hingewiesen, sind auch Aspekte einer sozialen Union wichtig. Aber natürlich ist der Umfang dessen, was in Europa als Gemeinschaftsaufgabe im Arbeits- und Sozial- und im Bereich geleistet werden kann, begrenzt. Aber zumindest Mindestvoraussetzungen, die sollten in den Ländern schon gelten. Im Übrigen aber bin ich schon sehr fest der Meinung, dass gerade Länder Wettbewerbsfähigkeit und damit ja auch Aufschwung in ihren Volkswirtschaften dadurch erreichen, dass sie sich eben von ihrer Leistungsfähigkeit, auch von ihren Kostenstrukturen unterscheiden. Und wir sollten nicht durch eine Nivellierung, die am Ende ja ein Protektionismus der teuersten Staaten gegenüber denjenigen ist, die sich wettbewerblich eben noch erfolgreich sozusagen im Kontext eines binneneuropäischen Wettbewerbs zeigen können, das sollten wir nicht machen. Denen sollten wir auch die Chance lassen, sich dann erfolgreich zu bewähren. Und das ist ja im Übrigen, weil wir vorhin Kollege Sarrazin über Centeno gesprochen haben, auch ganz wichtig. Natürlich war das ein hartes Reformprogramm, was Portugal zu schultern hatte. Aber es ist eben erfolgreich daraus hervorgegangen, auch deswegen, weil es eben wettbewerblich stark ist, aber weil es natürlich günstigere Lohnstückkosten hat als andere Länder in der EU.
Ich will zum Abschluss sagen, natürlich Frankreich und Deutschland, Herr Petri, Sie haben es gesagt, sind jetzt gefragt. Das werden wir kommenden Montag durch eine gemeinsame Entschließung unserer beiden Parlamente diesen Impuls dieser beiden wichtigen Länder auch voranbringen. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Und ich finde auch, und das können wir vielleicht in Erinnerung an den Staatsakt, den wir für Philipp Jenninger heute Morgen hier hatten, sagen, dass wir durchaus neuen Impuls für dieses Europa brauchen. Und ich glaube, die allermeisten von uns sind mit viel Begeisterung dabei, dieses Europa nach vorne zu bringen. Vielen Dank, Matern von Marsch.